Radio 1. Der Gesichterleser. Dirk W. Eilert. Er sieht, was andere nicht mal ahnen. Schönen guten Morgen, Dirk. Ja, am Samstag lief die 208. Folge von Wetten, dass und die Einschaltquoten waren hinterher so tief wie noch nie. Mit einem Staraufgebot von Miley Cyrus bis Celine Dion hat das ZDF versucht, gegen diese Talfahrt anzukämpfen. Für Radio 1 hast du dir die Mimiken von Markus Lanz und seinen Gästen ganz genau angesehen. Dirk, was hast du zum Beispiel bei Markus Lanz beobachtet? Ja, an der Mimik von Markus Lanz war deutlich zu sehen, wie sehr er unter Druck steht. Schnelles Blinzeln, Beruhigungsgesten wie zum Beispiel Kratzen im Gesicht sind Hinweise auf einen erhöhten Stresspegel und die waren bei ihm durchgängig und vermehrt zu beobachten. Und es gab auch nach ca. 90 Minuten mit dem Bürgermeister von Halle eine ganz besondere, eine besonders typische Szene. So, und ich freue mich sehr. Hallo. Herr Biegang, wie finden Sie es bis jetzt? Macht es Ihnen Spaß ein bisschen hier bei uns? Ja, wir tragen dazu bei, dass die Sendung wieder richtig boomt und absolut. Das ist eine absolute Show heute Abend. Läuft, ja, absolut. Läuft. Ja, Markus Lanz sagt jetzt zwar, dass die Sendung auch aus seiner Sicht gut läuft, sein Gesicht hat allerdings etwas anderes verraten, denn wenn das auch so empfinden würde, dann wäre hier ein Gesichtsausdruck von echt erlebter Freude zu erwarten, also ein Lächeln, bei dem die Augen mitlachen. Dieses hier aber nicht so, er zeigt stattdessen etwas ganz anderes. Nach seiner Aussage leckt er sich erst die Lippen, dann presst er sie zusammen, dann kratzt er sich an der Wange, dann folgt wieder Lippenlecken und ein Pressen der Lippen. Und das sind alles Stresszeichen. Das muss jetzt nicht heißen, dass er denkt, dass es schlecht läuft, aber es ist zumindest ein Hinweis darauf, dass er unsicher ist, wie die Sendung läuft. Unter anderem war ja auch Miley Cyrus zu Gast und die haben sicherlich einige erwartet, dass sie hoffentlich einen skandalträchtigen Auftritt hinlegt mit möglichst wenig an oder so. Dem war aber gar nicht so. Und Celine Dion hat im Gegensatz dazu Lanz zu Höchstleistungsmimik herausgefordert. Ja, was ist das für eine Disziplin, Höchstleistungsmimik? Das ist richtig. Sie waren ihren Standards gemessen sehr zahm. Also Miley Cyrus, dafür war Celine Dion umso besser drauf und teilweise sogar etwas skurril. Hi. 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 No, okay. Ich freue mich, dass sie da ist. Celine Dion, eine große Liebe, Celine Dion und Deutschland. Hi, ja. In dieser Szene fällt Markus Lanz im wahrsten Sinne des Wortes die Kinnlade runter. Dann greift er, um sich wieder zu orientieren, zu seiner Moderationskarte und guckt dann nochmal in die Kamera und zeigt hier nochmal sehr, sehr schön in seiner Mimik, dass ihm die Situation etwas unangenehm ist. Er unterbricht den Blickkontakt und zieht die Lippen seitlich auseinander und das machen wir typischerweise, wenn wir Angst haben oder eben auch, wenn uns etwas unangenehm ist. Okay, weitere Gäste waren Dirk Armin Rohde, der musste im Dirndl rumhopsen, Lukas Podolski, der hat ja von Natur aus nicht so viel Mimik. Doch, klar, der Daumen nach oben. und da war dann noch der Schauspieler und Teenie-Schwarm Elias Mbarak und der war ein gefundenes Fressen für dich, oder? Ja, mit Elias Mbarak ist Markus Lanz ganz offensichtlich nicht so richtig warm geworden, wobei man noch sagen muss, dass die Fragen teilweise wirklich nicht gerade geeignet waren, um eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Es war eine der Grundvoraussetzungen, um die Hauptrolle in diesem Film zu kriegen, Elias, dass man selber dreimal sitzen geblieben ist? Nö, aber mir war es trotzdem der Fall, ja, das stimmt. Du bist dreimal sitzen geblieben, hast dann aber... Ich glaube sogar, vielleicht sogar öfter, ich weiß es nicht mehr. Also hier zeigt Elias Mbarak eine sehr kurze und kleine Mikroexpression von Verachtung. Er presst den linken Mundwinkel ein. Das kann jetzt eine Reaktion auf die Frage sein oder auch darauf, dass er so oft sitzen geblieben ist. Kurz danach gab es allerdings eine weitere Szene und die spricht eher dafür, dass sich die Verachtung auf die Frage von Markus Lanz bezieht. Und du bist römisch-katholisch? Ach ja, das sind so Dinge, weißt du, so über Beziehungsfragen und solche Dinge rede ich ja voll ungern in der Öffentlichkeit. Ja, aber, ich verstehe das. Aber die Beziehung zum lieben Gott kann man schon mal klären. Also, ich bin römisch-katholisch. Und sprichst kein Wort Arabisch. So, Elias Mbarak lächelt hier zwar nett, zieht aber für einen kurzen, unmerklichen Augenblick seine Augenbrauen zusammen, während er gleichzeitig die unteren Augenlider anspannt und die Lippen zusammenpresst. Und das ist ein typischer Gesichtsausdruck, der über unser Gesicht huscht, wenn wir uns ärgern. Und direkt danach zieht er für den Bruchteil einer Sekunde auf der linken Seite seine Oberlippe hoch. Das war die Seite der Verachtung, ne? Das ist die Seite der Verachtung. Und genau, das ist eine weitere Mikroexpression für Verachtung gewesen. Okay. Also, quotenmäßig war diese Wetten, dass Sendung ein absolutes Desaster. Aus mimischer Sicht war es ein gefundenes Fressen für unseren Gesichterleser Dirk W. Eilert, dem wir auch heute Morgen herzlich danken. Vielen Dank, Dirk. Gerne. Dirk W. Eilert ist der Gesichterleser. Immer montags im schönen Morgen und dann per Video auf radio1.de.